Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quarantäne-Show. Heute ist Donnerstag, der 18. März 2021. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben den Mittwoch quasi zum Donnerstag gemacht, beziehungsweise den Donnerstag zum Mittwoch, um heute Abend wieder über die aktuelle Corona-Situation zu sprechen. Und zwar mit meinem Lieblingsgast am Mittwochabend, dem Arzt und Philosophen Professor Eckhard Nagel, der jetzt wahrscheinlich Bayreuth sitzt, nehme ich an. Oder er ist wieder unterwegs. Er ist wahnsinnig viel unterwegs in dieser Zeit. Na, wie kommt das denn? Oh, wieder ein anderer Hintergrund. Heute eine neue Wand. Mein Gott, jede Woche was anderes. Mal wieder. Es ist wirklich unglaublich. Wo sind Sie denn heute, wenn ich fragen darf? Sie wollen mir nicht sagen, wo Sie sind. Aber schon mal war ich in den... Doch, Hannover. Ich habe ja eine Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover und deshalb ist heute Donnerstag der Tag, an dem ich in Hannover bin. Ah ja, okay. Es geht um ein Projekt, was wir hier gemeinsam machen und dementsprechend. Dementsprechend Hannover. Ich höre Sie wieder so ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Sie sind sehr gut zu verstehen. Bin ich gut zu verstehen? Wunderbar. Sie haben mich abgehackt. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Ich hoffe, das ändert sich gleich noch. Ich wollte sagen, aber man hat Sie schon wieder in so einen kalten Raum verbannt, mit so einem kalten Hintergrund, mit so einer kalten Wand. Wie kommt's? Ja, ich glaube, so sehen Krankenhäuser aus. Das ist immer das Gleiche. Wahrscheinlich, ne? Man denkt wahrscheinlich immer, ach ja, wenn Sie irgendwo in so einem Raum sind, da kommt der Herr Professor, da hat man wirklich dann so einen schicken Raum mit Sofa und so und allem drum und dran und Plüsch. Aber nein, es geht Ihnen wie allen Patienten. Auch genau, wenn Sie Arzt geht mir sind. Wie allen anderen auch. Ja, sehr schön. Aber so, davon lassen wir uns überhaupt nicht irritieren, im Gegenteil. Nein, gar nicht. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben. Es gibt sehr viel zu besprechen. Wir haben vergangene Woche schon über das Thema AstraZeneca gesprochen. Im Lauf der Woche ist eine ganze Menge passiert. Erst wurde die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt wegen Thrombosen in Hirnvenen. Und jetzt seit ein paar Stunden haben wir die Nachricht, dass es wieder losgehen kann. Ab morgen möchte Jens Spahn wieder mit AstraZeneca impfen lassen. Wobei wir alle mittlerweile wissen, wenn Jens Spahn morgen sagt, dann passiert es wahrscheinlich in 3 Monaten. Aber er hat das auf jeden Fall angekündigt. Und die EMA sagt wiederum, die Europäische Arzneimittelbehörde, es ist in Ordnung, mit AstraZeneca zu impfen. Was ist jetzt der Stand der Dinge? Wie gefährlich sind die Thrombosen? Und kann ich mich, wenn ich morgen die Einladung bekomme, mit AstraZeneca impfen lassen? Also ich glaube, man muss erst mal sehen, was ist passiert. Wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen. Das, was die Menschen beunruhigt hat bei diesem Impfstoff, ist, dass er doch zu einer relativ großen Anzahl, man schätzt ungefähr 20%, zu recht erheblichen Reaktionen führt direkt nach der Impfung. Innerhalb der ersten 48 Stunden merken die Personen Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, zum Teil hohes Fieber, Erschöpftheit, Abgeschlagenheit, so grippeähnliche Symptome. Und das ist natürlich etwas, was durchaus auch beunruhigt hat, weil sich viele, die dort geimpft worden sind, insbesondere Personen aus Pflegeheimen oder auch aus Krankenhäusern, am nächsten Tag krank gemeldet haben. Und das ist natürlich dann in die Öffentlichkeit geraten. Das war der Grund, warum wir es letzte Woche gesprochen haben. Ist das besorgniserregend? Und meine Stellungnahme war dahingehend, dass ich gesagt habe, es ist ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass der Impfstoff wirkt. Es ist überproportional stark, das stimmt. Normalerweise ist die Prozentzahl bei solchen Reaktionen geringer. Und insofern ist etwas, was man beobachten muss und wo man drauf schauen sollte. Es gab, wenn man hinschaut, was veröffentlicht ist, und das ist ja das, worauf wir uns immer beziehen, bei den Untersuchungen zur Einführung des Impfstoffs, und das war in der Zeit von April bis November letzten Jahres, insgesamt 24.000 Patienten, die teilgenommen haben an der Einführungsuntersuchung, an der sogenannten Phase-3-Studie. Und es gab, so wird das normalerweise gewertet, 175
Severe Adverse Events. Was ist das? Das sind Reaktionen, die nicht unbedingt auf die Impfung zurückzuführen sind, aber im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Studie berichtet werden. Und das können durchaus gravierende Reaktionen sein. Wenn man von Reaktionen spricht, dann ist es schon, hat schon einen Bezug, also gravierende Ereignisse, so muss man besser sagen. Unter anderem gab es auch zwei Todesfälle in Brasilien. Das hat damals schon dazu geführt, dass die Studie unterbrochen worden ist und dann letztendlich erst später wieder nachgestartet wurde, als man feststellte, dass zwischen den Todesfällen und der Impfung kein direkter Zusammenhang besteht. Wie kann man das sicher sagen? Das ist ja das, was wir uns fragen. Und da muss man nochmal auf die Verteilung dieser Ereignisse schauen. Und dann stellt man fest, 85, glaube ich, der Ereignisse waren in der Gruppe der Geimpften, also derjenigen, die tatsächlich einen Impfstoff bekommen haben. Und 90 waren in der Gruppe, die gar keinen Impfstoff bekommen haben. Das heißt, ein Placebo bekommen haben. Das heißt also, da ist das Verhältnis mehr oder weniger 1:1, auch wenn ich keinen Impfstoff erhalten habe, mich aber in Anführungsstrichen impfen lasse, kann es sein, dass mir in der nächsten Zeit irgendetwas passiert, irgendein medizinisches Problem auftaucht, das dann aber mit der Impfung nicht zusammenhängt. Also deswegen hat man diese 175 Ereignisse dokumentiert und die haben nicht dazu geführt, dass man AstraZeneca nicht zugelassen hätte. Jetzt gab es aber den Bericht in der letzten Woche vereinzelt und auch ich persönlich habe Patienten in dieser Richtung gesehen, die tatsächlich eine ganz ungewöhnliche Form von Komplikation im Zusammenhang, zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung haben, nämlich eine sogenannte Hirnvenenthrombose. Hier wird gerade gesagt Sinusvenenthrombose. Was ist das? Also wir haben im Kopf Arterien, die hoch in den Kopf gehen. Und wir haben aber nicht, wie man das vielleicht beim Arm hat oder beim Bein hat, parallel dazu laufende Venen, sondern die Venen im Gehirn werden zusammengeführt in eine, praktisch in eine große Vene, die alles zusammenführt und dann wieder praktisch verteilt auf die den Kopf verlassenen Venen. Und das ist die sogenannte Sinusvene, also eine große, wie einen großen Kelch kann man sich den vorstellen, der praktisch von vorne bis hinten durch den Kopf verläuft. Und wenn dort natürlich eine Thrombose auftritt, dann kann das gravierende Folgen haben, weil natürlich der Abstrom des Blutes aus dem Kopf gegebenenfalls nicht mehr funktioniert und ähnlich wie bei einer Lungenembolie kann das dann zu lebensgefährlichen Komplikationen führen. Und von den 7 berichteten Patientinnen zwischen 20 und 50 Jahre alt sind 3 verstorben. Das zumindest war der Stand gestern. Heute habe ich keine neuen Daten mehr gesehen. Und natürlich werden alle Reaktionen, die man nach einer solchen Impfung hat, an die zuständigen Stellen gemeldet. In dem Fall ist es das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist praktisch eine Bundesbehörde, die für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Und die haben dann sich angeschaut, ist das etwas, was ein hohes Risiko darstellen könnte. Normalerweise kommen solche Formen von Thrombosen selten vor. Man hat wohl errechnet, das habe ich jetzt selber mir dann in der Woche angelesen, 1:1 Million. Also auf 1 Million Personen kommt in der Regel eine solche Sinusvenenthrombose. Und die Häufung dieser Ereignisse innerhalb der jetzigen Impfphase ist eindeutig zu hoch. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es hier ein Verhältnis, eine Reaktion ist, das heißt, ein Zusammenhang besteht zwischen der Impfung und dieser Komplikation. So, und wieso kann man das auch medizinisch erklären? Ja, wir haben ja eine Erkrankung, die tatsächlich auch mit Thromboembolien einhergeht, die Corona-Infektion, wenn sie ein schweres Krankheitsbild darstellt, geht einher mit Gefäßverschlüssen, allerdings nicht in so großen Venen wie die Sinusvene, aber in kleinen.
Und es kommt also zu einer Veränderung des Blutflusses. Und deshalb war natürlich der Verdacht auch gegeben, dass das vielleicht eine Reaktion speziell auf AstraZeneca sein könnte. Denn dieser Impfstoff arbeitet mit einem abgetöteten Virus. Das heißt also, hier ist die Virusreaktion eher stärker, also gegen den Virus gerichtete Reaktion eher stärker. Und insofern kann es sein, dass eben hier Verbindungen vorliegen. So, und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig zu gucken, bei welchen Patientinnen ist das aufgetreten, haben die unter Umständen auch andere Probleme mitgebracht. Und da wird meines Erachtens, das ist noch nicht endgültig ausreichend zusammengetragen, das wird man in den nächsten Tagen und Wochen noch sehen. Meines Erachtens gibt es zwei oder drei wesentliche Punkte, die man besonders betrachten sollte. Erstens scheinen Frauen ein höheres Risiko zu haben als Männer. Zweitens scheint es so zu sein, dass es sich um jüngere Menschen handelt. Also wenn wir sagen zwischen 20 und 50, das war noch eine relativ große Bandbreite, aber es ist natürlich die jüngere Klientel, wenn wir sagen, wir impfen vornehmlich Menschen über 75. Und dann dürfte es so sein, dass bei den Frauen in aller Regel noch entweder eine Hormoneinnahme eine Rolle spielt. Also wenn man zum Beispiel ein Antikontrazeptivum nimmt, also eine Antibabypille nimmt, dann nimmt man ja Hormone. Und es ist durchaus denkbar, dass das hier mit reinspielt, weil diese zusätzlichen Hormone ohnehin das Risiko für Thrombosen steigern, also ganz unabhängig von jeder Impfung als Hormon. Und es könnte auch so sein, dass die Patientinnen per se schon, also bevor sie geimpft werden und unabhängig auch von der Hormoneinnahme, eine Thrombozytenfunktionsstörung haben. Das heißt also vielleicht schon irgendeine Erkenntnis darüber, dass sie zum Beispiel eine längere Blutungszeit haben, wenn sie sich mal schneiden, dass sie leichter blaue Flecken bekommen. Und auch diese Gruppe scheint, so zumindest sind meine bisherigen Erkenntnisse hier unter Umständen besonders gefährdet. Also ich würde denken, was wir jetzt gerade sehen, ist etwas, was nicht ungewöhnlich ist. Es mag tatsächlich so sein, dass dieser Impfstoff nicht für alle in gleicher Art und Weise vernünftig zu geben ist. Und deshalb muss man eben auch überlegen, wenn man jetzt auch wieder startet, gehen wir einfach so weiter vor und gucken gar nicht, wem wir den Impfstoff geben. Oder kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, das haben wir beim letzten Mal gesagt, wo zum Beispiel durch eine gute ärztliche Anamnese nochmal geklärt wird, ja, hier darf man impfen, hier gibt es zumindest erwartbar kein Problem. Und dann geht das auch sicherlich mit diesem Impfstoff weiter. Aber man muss eben gucken, habe ich vielleicht Risikofaktoren? Da sollte man sich nochmal genau informieren und dann unter Umständen eben auch mit diesen oder vergleichbaren Vektorimpfstoffen nicht impfen. So, das war jetzt lang, aber ich hoffe, es war verständlich. Das war sehr verständlich und sehr, sehr nachvollziehbar. Ich habe mit Spannung zugehört, wenn ich ab und zu weggeguckt habe, dann ausschließlich, weil ich hier gleichzeitig noch die Fragen lese, die gekommen sind, weil ich heute Nachmittag dazu aufgefordert habe bei Instagram. Ein paar Leute haben geschrieben, oder einige haben geschrieben und Fragen gestellt, und ich würde gerne ein paar mit einbeziehen. Und eine Frage war zum Beispiel, ich würde gerne wissen, ob es sinnvoll sein kann zur Impfung und ein paar Tage danach zum Beispiel Aspirin zur Blutverdünnung zu nehmen. Dazu gibt es überhaupt keine Erkenntnisse. Wir wissen, dass Ibuprofen zum Beispiel, das, was wir als Voltaren ja häufig kennen und viele von wahrscheinlich auch den Zuhörenden und Zuschauenden mal hier und da einnehmen, das ist das weit verbreitetste Medikament überhaupt bei uns in Deutschland, dass das Thrombosen befördert. So, Aspirin verdünnt tatsächlich und wird zum Beispiel genommen, wenn ich ein generelles Risiko habe für Thrombosen, dann nimmt man das sogenannte ASS-100, das ist eine ganz geringe Dosis und dadurch reduziert sich tatsächlich die Thrombosewahrscheinlichkeit. Aber es gibt überhaupt keine Erkenntnis darüber, ob das in diesem Fall nützt. Also, wenn etwas auftritt, dann kann man es nehmen, aber ansonsten, ich würde es nicht vorwegnehmen.
Und wie sehr sorgt zum Beispiel Ibuprofen dafür, dass das Thrombosenrisiko steigt? Eine Frage, die jetzt nicht unmittelbar mit unserem Thema was zu tun hat, aber doch interessant, weil wenn ich mal was habe, dann habe ich eine dann habe ich eine Muskelfaserriss beim Laufen, dann schmiere ich da fleißig Voltaren drauf und hoffe, dass es schneller geht. Deswegen Also kurze private Nachfrage. genau, das Schmieren macht nichts. Das Schmieren ist nur eine geringe Dosierung und nur lokal, in aller Regel jedenfalls. Aber es gibt ja Leute, die nehmen 600 Milligramm, vielleicht manchmal sogar zweimal am Tag. Das sollte man ohnehin nicht so häufig tun. Aber es gibt einfach Studien, die zeigen, dass bei Menschen, die das tun, die Herzfunktion nicht ganz so gut ist, wie sie normalerweise sein könnte. Und wenn immer das Herz nicht so gut pumpt, wie es pumpen soll, dann kann eben auch Thrombosen zusätzlich auftreten. Das ist eine sehr simplifizierte Darstellung dessen, was da passiert. Okay, dann kam noch eine Frage. Ab wann wird die Impfung und gelte ich nach der AstraZeneca-Impfung noch als Ausscheider bei einer Infektion? Das kommt ganz drauf an. Das wissen wir nicht ganz genau. Impfung und Ausscheider einer Infektion, also bin ich infektiös, kann ich das Virus weitergeben, hängen nicht miteinander zusammen. Wenn ich geimpft werde, kann ich kein aktives Virus weitergeben durch die Impfung, sondern ich muss mich schon irgendwo infizieren. Und dann gibt es zumindest einzelne Berichte, die sagen, ja, jemand, der geimpft ist, wird nicht selber krank, aber er hostet noch, er gibt sozusagen noch den Viren einen Raum und trägt die noch ein paar Tage mit sich rum. Und in den Tagen kann er es natürlich noch weitergeben. Das ist ja das Problem, wenn wir jetzt wüssten, jeder, der geimpft ist, ist dann auch tatsächlich in Anführungsstrichen nicht mehr infektiös, also clean, dann würden wir natürlich ganz anders mit dieser Situation umgehen, zu sagen, dann ist es eben auch, ein Geimpfter ist im Prinzip geschützt und ist auch ein Sch geschützt für andere. Das ist aber nicht der Fall. Dazu gibt es noch zu wenige Erkenntnisse. Okay, ich meinte aber bei BioNTech sei man schon so weit, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, wenn ich es richtig verstanden habe oder in Erinnerung habe, dass man selber eben das Virus nicht mehr weitergeben kann nach der Das Impfung. Oder bin ich da auf einem falschen Erkenntnisstand? Würde man gerne so als Erkenntnis verbreiten. Das ist auch mitgeteilt worden aus Israel, dass da die Infektionszahlen ja deutlich rückläufig sind, wenn die Menschen geimpft sind. Das ist ja sozusagen das große BioNTech-Versuchslabor, wenn ich es mal so sagen darf, weil dort alle Daten von allen Geimpften über die Krankenkasse gesammelt und an Pfizer und BioNTech weitergegeben werden. Deshalb hat man jetzt daraus geschlussfolgert, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, dass man dann noch andere anstecken kann. Aber es gibt dazu noch keine Publikation und insofern würde ich es noch nicht kaufen. Gut, dann kommen wir mal zum zweiten parallel hochkochenden Thema, nämlich die akute dritte Welle, die offensichtlich gerade auf dem Vormarsch ist. Die Inzidenzen steigen gewaltig. Im Moment liegen wir im Schnitt in Deutschland bei 90, noch vor einer Woche bei nicht mal 70. Es gibt jetzt so ein bisschen das Dilemma, dass man sagt, naja, bei AstraZeneca, da hat man relativ schnell so eine Art Notbremse gezogen und geprüft, was ist jetzt wirklich der Fall, kann man das weiter verimpfen oder nicht. Und bei der dritten Welle passiert irgendwie nichts. Die Ministerpräsidenten haben heute miteinander konferiert und haben gesagt, ja, wir wissen es nicht so recht, es gibt keinen Beschluss. Herr Müller aus Berlin und Herr Söder sagen, es soll keine weiteren Lockerungen geben. Viele fordern jetzt, wir müssen dringend wieder alles zumachen, was wir bisher schon aufgemacht haben. Die britische Mutante scheint sich durchzusetzen und scheint ja auch tatsächlich ansteckender zu sein, als sozusagen die Originalvariante von Covid. Vielleicht fangen wir da ganz am Anfang mal an. Steigen die Zahlen jetzt wegen der britischen Mutante? Kann man das einwandfrei sagen oder bleibt das weiterhin gesundes Halbwissen oder so eine Art Gerücht? Also das ist nicht unwahrscheinlich. Aber ich möchte noch etwas sagen. Wir haben, weil Sie gerade gesagt haben, wir haben AstraZeneca so schnell eingestellt und zurückgenommen. Das haben wir überhaupt nicht schnell gemacht, sondern das ist etwas, was sehr sorgsam überlegt worden ist, was sicherlich niemandem leicht gefallen ist. Also man kann jetzt über Herrn Spahn denken, wie man will, aber das wird nicht sein Favorite gewesen sein, sich dahinzustellen und zu sagen, sorry, wir stoppen und damit dann den Impfgipfel absagen und so. Das ist jetzt alles politisch nicht so wirklich gewinnbringend. Aber man hat Verantwortung gezeigt. Das finde ich wichtig und das finde ich auch etwas, was uns beruhigen kann. Es ist nicht einfach über diese Probleme hinweggegangen worden. Man hat geprüft
ich hoffe, also man wird sicher weiter prüfen. Ich hätte mir sogar noch ein, zwei Tage länger gewünscht. Aber das war verantwortungsvoll für alle, die jetzt sich impfen lassen wollen. Die können da sicher sein. Es ist nicht so, dass irgendwelche gravierenden Probleme auftreten und das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir werden einfach so durchgeimpft. Und die Kommentare, die manche dazu abgegeben haben, ja, die gesagt haben, zum Beispiel Herr Dahmen hat gesagt, naja, es kann sich doch jeder selbst impfen lassen. Wenn ich ein Risiko habe, dann kann ich doch auch wegbleiben. Aber wenn jemand zustimmt, dann kann er sich doch impfen lassen. Das ist absolut indiskutabel. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Wir wissen nichts über die tatsächlichen Risiken. Wir haben Analogien, wir haben Verdachtsmomente. Und jetzt gehe ich auf den Patienten zu, der geimpft werden möchte und eine hohe Erwartungshaltung daran hat und sage, sorry, so genau was passiert, kann ich dir nicht sagen. Aber du kannst dich dafür entscheiden und dann impfen wir dich jetzt mal. Das ist doch keine bewusste, verantwortete Zustimmung, ja, sondern das ist eine vollkommen irrationale Form der Kommunikation. Und deshalb hat mich das wirklich gestört, bis auch zum Teil abstruse Vergleiche. Ja, andere Medikamente machen auch Probleme, kann man auch dran sterben. Ja, keine Frage. Es gibt viele Medikamente, die gravierende Nebenwirkungen haben, auch wenn sie über 30, 40 Jahre schon in der Behandlung eingesetzt werden. Aber das sind alles Dinge, die man abwägen kann, wo man viel mehr Erfahrung hat. Und dementsprechend fand ich es gut und richtig, dass das PAI hier gesagt hat, wir stoppen erst einmal, wir müssen das prüfen und dann wissen alle auch am nächsten Tag, wie es dann weitergehen kann. Also deswegen, das wollte ich gerade nochmal sagen, zu dem, wir haben auf einmal gestoppt. Das war nicht auf einmal. Das ist allen, glaube ich, schwer gefallen. Und wir waren ja auch ein Stück weit hinter Dänemark und hinter den anderen 13 europäischen Ländern. Also wir waren jetzt nicht die Ersten, die ganz vorne weggelaufen sind. Ja, das stimmt. Ja. So, also im Hinblick jetzt auf die britische Variante und die steigenden Zahlen. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass offensichtlich die Infektionszahlen schneller steigen durch die britische Variante. Es gibt tatsächlich publizierte Daten, die eine höhere Infektiosität dieser Variante beschreiben. Wie das zustande kommt, ist meines Erachtens noch nicht ganz geklärt. Ich hatte jetzt eine Meldung, dass eine Gruppe von in einer Konferenz befindlichen Personen, 8 Stück an der Zahl, alle, so heißt es, mit Mundschutz sich angesteckt haben. Und durch eine Person, die eben mit der britischen Variante infiziert war. Und das hat dann dazu geführt, dann war die Frage eben an mich, kann das sein, dass durch den Mundschutz das nicht entsprechend abgehalten wird? Nein, das kann natürlich nicht sein, sondern es muss irgendwo einen Fehler im System gegeben haben. Weil wenn ich eine FFP2-Maske trage und beide tun das, dann ist auch die britische Variante nicht so stark, dass sie durch die FFP2-Maske springt. Also man muss bitte nochmal die Dinge im richtigen Verhältnis sehen. Aber ganz offensichtlich ist es so, dass man sich schneller anstecken kann. Ich glaube schon auch, dass wir eine Situation haben, wo die Müdigkeit mit dem Lockdown dazu führt, dass die Leute nicht mehr so aufmerksam sind. Wir haben es letzte Mal darüber gesprochen. Also ich erlebe jedenfalls durchaus immer mal wieder Menschen, die gar keine Maske mehr tragen. Wenn ich auch ins Geschäft komme, dann kommt mir jemand entgegen, hat keine Maske auf. Das war vor 3, 4 Wochen noch nicht so. Da waren alle noch sehr viel aufmerksamer. Wenn ich auf den Kinderspielplatz gehe, muss ich sagen, da findet Corona nicht mehr statt. Ich bin ja, wie Sie wissen, ganz offen für, dass Kinder da nicht besonders problemträchtig sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich so den Eindruck, wenn jetzt die Sonne rauskommt, dann verhalten wir uns auch anders. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich einer der Gründe, warum wir wieder steigende Zahlen haben. Und ich halte überhaupt nichts davon, weil Sie es angesprochen haben, dass das jetzt dazu führen sollte, alles wieder zuzumachen. Denn das ist ja das, was wir gesehen haben. Offensichtlich hat das alles Zumachen nicht dazu geführt, dass wir tatsächlich das Virus losgeworden sind.
sondern gerade mal so auf einem Level uns eingependelt haben. Also bei uns in der Region ist ja noch so, da waren ja immer noch Inzidenzen von über 300 an der tschechischen Grenze. Also wir waren trotz Lockdown noch lange nicht bei den 50 oder 35. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Berchtesgadener Land, der Landkreis, der ist seit Oktober im Lockdown und hat immer noch Inzidenzzahlen über 100. Also deswegen, wir brauchen vernünftige Maßnahmen in regionalen Unterschieden. Und natürlich, wenn wir eine Inzidenz von 300 oder 400 haben, dann ist das öffentliche Leben natürlich nicht vergleichbar mit einer Inzidenz von 20 oder 30. Jetzt müssen wir noch mal Schritt für Schritt vorgehen. Sprechen wir noch mal vielleicht kurz über die britische Mutante, die ja doch eine wesentliche Ursache zu sein scheint. Was genau ist der Unterschied? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass sie ansteckender ist, dass ich es schneller bekommen kann, aber dass der Verlauf nicht wesentlich anders zu sein scheint als bei der Originalvariante sozusagen. Also ich bin deshalb nicht länger krank. Ist das richtig? Ja, auch da gibt es unterschiedliche Berichte. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie unter Umständen schwerwiegendere Verläufe macht. Dazu muss man jetzt aber noch mal eins sagen. Wir machen eine Analyse der genetischen Struktur des Coronavirus seit, glaube ich, 12 Wochen. Vorher haben wir es gar nicht gemacht. Das heißt, 2020 ist eine Blackbox. Wie viel wir dort schon an verschiedenen Varianten durchgespielt haben, und wir gehen mal davon aus, dass sich das Virus alle 6 bis 8 Wochen wirklich verändert, das, was auch infektiös ist, das weiß man nicht. Wenn jetzt gesagt wird, die südafrikanische und die brasilianische sind auf dem Rückzug, wir wissen ja gar nicht, ob sie überhaupt auf dem Vormarsch waren. Also das sind alles so Punkte, dass diese Interpretation finde ich alle ja mit Vorsicht zu genießen. Also deshalb, wir haben jetzt im Moment ganz offensichtlich in über 70% oder drei Viertel aller Fälle einen Typus an Coronavirus, das wir finden bei den Infizierten. Der Verlauf ist nicht groß anders, so kann man jedenfalls mal statistisch sagen, in den Intensivstationen als vorher. Die Anzahl der Verstorbenen ist jetzt nicht exponentiell nach oben gegangen, seitdem wir diesen Befund haben. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass wir es genauso gut oder so schlecht, das kann man unterschiedlich interpretieren, handeln werden wie vorher. Dass die Zunahme an Erkrankten die Folge ist, wenn wir jetzt eben eine Inzidenz wieder haben von 90 bis 100, und die wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen. Auch das ist nicht anders zu erwarten. Aber wie gesagt, was man daraus schlussfolgert, das würde ich noch mal gerne getrennt davon betrachten. Noch eine ganz basale Frage, die, wenn ich beispielsweise zu denen gehöre, die wissen, dass sie eine Infektion überstanden haben, wissen wir dann, ob die britische Variante oder eine andere für mich trotzdem noch ansteckend sein kann? Kann ich dann ein zweites Mal infiziert werden oder ist es dann quasi einmal gehabt, also Antikörper rum? Das ist leider nicht so, das ist eben vergleichbar mit der Influenza. Man kann immer wieder erkranken. Wir könnten auch über Jahre immer wieder mal erkranken. Und auch die Impfung wird uns nicht dauerhaft dafür schützen. Wir haben ja bei AstraZeneca zum Beispiel gesehen, dass die südafrikanische Variante nicht von dieser Impfung verhindert wird, die Erkrankung nicht verhindert wird. Deswegen ist sie in Südafrika auch nicht eingesetzt worden. Also das kann immer sein, dass auch ein Impfstoff dann nicht wirklich funktioniert. Und wie lange man immun ist nach einer Erkrankung, beziehungsweise dann auch im Zusammenhang mit der Impfung, auch das ist bisher unklar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt, wenn man mit sozusagen mit dem Wildtyp, wie man das ja nennt, also mit der ursprünglichen Form des Coronavirus infiziert war, und man schon krank war, Antikörper dagegen gebildet hat, dann scheint es so zu sein, dass die britische Variante keine neue Infektion auslöst. Das ist wohl anders mit der brasilianischen Mutation und das ist wohl anders mit der südafrikanischen Mutation. Aber auch da gibt es nur Einzelfälle. Also insofern, jeder, der schon mal es durchstanden hat, ist auf jeden Fall besser geschützt als jemand, der noch nie was hatte und auch derjenige, der nicht geimpft ist.
Also Sie sagen dritte Welle offensichtlich, aber Sie waren davor, jetzt alles wieder zuzumachen. Wenn Sie jetzt zu entscheiden hätten, wie würden Sie jetzt in der aktuellen Situation vorgehen, die Situation so lassen, wie sie ist, was würden Sie ändern? Wir haben ja einige Fragen vor uns, nämlich soll man noch weiter öffnen und was gehört zu weiter öffnen, insbesondere natürlich Restaurants und Hotels. Wir kommen ja vielleicht nachher nochmal auf das Thema Osterurlaub. Das ist natürlich etwas, was man bei einer steigenden Kurve von Infektionen nur schwer wirklich umsetzen kann. Hier hilft uns vielleicht der Blick nach Österreich. In Österreich sind die Zahlen immer höher gewesen als in der Bundesrepublik. Die sind nie so weit runtergekommen, trotz viermal Lockdown, wie wir in Deutschland. Aber sie haben jetzt, obwohl sie auch steigende Zahlen haben, relativ weitgehend das öffentliche Leben wiederhergestellt. Und es wird interessant sein und spannend sein zu sehen, ob das wirklich zu einer exponentiellen Steigerung der Infektion führt oder nicht. Es sieht zumindest mal, das ist ja jetzt schon 2 Wochen so, nicht so aus. Es ist nicht besonders angenehm. Also ich habe schon das Gefühl, die Einschläge auch in Österreich kommen näher, in Anführungsstrichen. Ich kenne auch mehr Leute, die tatsächlich jetzt infiziert sind. Übrigens auch mit der britischen Variante. Die ist also auch in Österreich angekommen. Aber das öffentliche Leben, wie gesagt, funktioniert, auch weil die Menschen, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, vorher mit dem Lockdown nicht so adäquat mehr umgegangen sind. Und wenn ich praktisch sideways öffne, wenn ich sozusagen den Dunkelraum eröffne, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, mir zu folgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort Infektionen entstehen, das hatten wir ja vor einigen Monaten, als insbesondere private Zusammenkünfte dazu geführt haben, dass immer wieder Hotspots entstanden sind. Davon halte ich nichts, sondern ich glaube, wir müssen aber wirklich gucken, dass wir schauen, dass unsere Vorsichtsmaßnahmen, die wir kennen, möglichst gut eingehalten werden und da, wo tatsächlich eine Infektionssituation entsteht, gegebenenfalls mal eine Klasse, gegebenenfalls eine Kindergartengruppe, gegebenenfalls eine Behörde zugemacht werden muss. Aber ansonsten würde ich tatsächlich darauf vertrauen, dass wir gelernt haben, damit adäquat umzugehen. Es kam jetzt mehrfach die Frage, deswegen stelle ich es ja auch nochmal. Es wird sehr viel mehr getestet. Sie haben eben auch gesagt, wir wissen gar nicht, wie viele Varianten es vielleicht schon gab, weil wir es bisher ja nicht herausgefunden haben. Jetzt sehen wir die Varianten, also wissen wir nicht, ob es schon diverse gab, die wir gar nicht bemerkt haben. Und ähnlich ist es ja vielleicht auch mit den Tests. Kann man sagen, es wird jetzt einfach bedeutend mehr getestet und dadurch gibt es auch bedeutend mehr Fälle und mehr Infektionen oder mehr Infektionszahlen? Ist das kohärent oder nicht? Also es ist jetzt jedenfalls nicht so, dass substanziell mehr PCR getestet wird. Und insofern sind die Zahlen tatsächlich bezogen, so jedenfalls das Robert-Koch-Institut, immer noch auf die gleiche Anzahl von PCR-Tests, die wir machen. Also insofern muss man sagen, nein, sind leider vielleicht doch mehr Menschen infiziert als vorher. Aber was man nicht genau weiß und was ich überlege, ist, ob die Schnelltests, die natürlich Leute identifizieren, die zum PCR-Test zu gehen, ob die nicht tatsächlich jetzt eine höhere Auswahl von schon Infizierten, die zum PCR-Test gehen, verursachen. Also wenn wir 1.000 Leute haben, die früher gegangen sind, weil sie mehr oder weniger unsicher waren oder interessiert waren oder Symptome hatten, dann waren eben davon nur 90 infiziert. Wenn wir jetzt von den 1.000 schon 500 haben, die einen Schnelltest gemacht haben, der positiv war, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir über 90 Positive bei den 1.000 haben, sehr viel größer. Also es könnte da eine Veränderung durch die Schnelltests geben, das ist aber noch nicht belegt. Aber geht denn alle, die einen Schnelltest gemacht haben, automatisch zum PCR-Test? Also meine Schnelltests waren immer negativ, deswegen Genau. frage ich. Aber wenn sie positiv wäre, sollten sie unbedingt zum PCR-Test gehen. Also der Nachweis erfolgt erst durch den PCR-Test. Ein Antigentest, also ein Schnelltest, ist an der Stelle nicht aussagekräftig, würde auch nicht gemeldet. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Noch so ein paar grundsätzliche Sachen, die, glaube ich, immer wieder wichtig sind zu erwähnen, weil sie doch immer wieder als Fragen im Raum stehen. Jetzt haben wir die große Diskussion rund um Mallorca.
Denn Mallorca ist nicht mehr Risikogebiet und da stehen irgendwelche Schulferien vor der Tür, habe ich gehört. Ich weiß nicht genau welche. Und alle fragen sich, was passiert zu Ostern? Es sind offenbar schon jetzt die Flüge gut ausgebucht, die Preise sind immens. Das heißt, viele wollen nach Mallorca fliegen, um da den Osterurlaub zu verbringen. Damit verbinden sich natürlich mehrere Fragen. Die erste Frage ist natürlich zunächst mal die, wenn ich jetzt über Ostern nach Mallorca fliege, ist das prinzipiell ein Fehler? Sollte ich es auf gar keinen Fall tun? Oder ist es auch ein bisschen eine Frage, wie ich mich da so benehme? Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich es mehrere Risikoaspekte gibt. Einmal erstmal die Reise. Und wir haben schon öfter mal über das Flugzeug und die Frage des Risikos im Flugzeug diskutiert. Wenn alle getestet sind, die ins Flugzeug steigen, und alle müssen ja, wenn ich es richtig verstehe, mit einem negativen Test einreisen, hat man hier natürlich schon mal eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit als früher, als niemand getestet war, der ins Flugzeug stieg und nur wenn er Symptome hatte, in irgendeiner Weise dann auch nochmal aufgefallen ist, und das war meistens dann schon zu spät. Also insofern haben wir durch die Forderung, dass ich nur mit Test fliegen kann und nur einreisen darf mit einem Test, zumindest mal eine größere Sicherheit, als das vorher der Fall war. Der zweite Punkt ist natürlich dann der Aufenthalt selbst. Mallorca selber hatte hohe Inzidenzzahlen, die sind deutlich rückläufig. Insofern, auch auf einer Insel ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wieder Dinge einschleppt, geringer als bei uns jetzt auf dem Festland. Aber mit mehr Touristen kommen natürlich höhere Risiken. Und jetzt ist die Vorgabe, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man auch am Strand mit Maske spazieren gehen muss, mit FFP2-Maske, und nur auf dem Badehandtuch die Maske abnehmen darf. Also das mag die Risiken vermindern, aber auch vielleicht den Spaß am Strand. Und jetzt ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wollen Sie diese schlechte Strandluft einatmen, Herr Nagel? Nein, das ist doch Nee. furchtbar. Diese Meeresluft, da ist man auch froh, wenn man so eine Maske aufhaben kann. Das ist ja fürchterlich. Also wollte immer schon am Strand mal mit Maske liegen. Genau. Und vor allem spazieren gehen, da wenn der Wind einem so entgegenkommt. Naja, das Furchtbar. zeigt ja, dass wir wirklich unsicher geworden sind, denn das macht im Prinzip gar keinen Sinn. Aber es ist eben die Unsicherheit, die hier deutlich wird, und trotzdem der Wunsch, Urlaub zu machen. Ich kann den Wunsch verstehen auf zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich für die Mallorquiner, die sagen, wir gehen hier absolut den Bach runter, wenn wir nicht irgendwann mal wieder anfangen zu arbeiten und Menschen zu beherbergen und sie als Gäste bewirten zu dürfen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, Mensch, ich brauche mal ein bisschen Sonne, ich brauche Abwechslung, ich muss auch was anderes sehen. Ich selbst habe für mich auch gehofft, dass ich Ostern Urlaub machen kann und würde es jetzt tatsächlich nicht tun unter der Maßgabe, dass im Moment in steigenden Zahlen Bewegungen dieser Art eher ein zusätzliches Risiko bieten. Und in dem Rahmen, in dem ich mich bewege, ist es am Ende des Tages sicherer. Und das ist im Moment jedenfalls für mich die Maßgabe. Generell abraten von einem Urlaub auf Mallorca würde ich nicht. Aber wie gesagt, die Einschränkungen sind meines Erachtens so erheblich. Und die Risiken, die man natürlich dadurch zusätzlich eingeht, dass es in dem Sinne so eine richtige entspannte Zeit voraussichtlich nicht wird. Zumal ja auch das, was mindestens für viele, die jetzt wahrscheinlich eilig buchen, Mallorca ausmacht, wahrscheinlich auch gar nicht offen sein wird. Also alles, was rund um den berühmten Ballermann los ist, wird wahrscheinlich Das nicht alles das zu. sein. Das alles Eben, zu. was man sieht. Das Ja. heißt, das ist eigentlich, warum fliegen so viele Leute dann dahin? Verstehe ich nicht. Wollen die alle den ruhigen Urlaub in den Bergen erleben? Ja, ich befürchte, dass eben genau das dann dazu führt, dass natürlich die Erwartungshaltung hoch ist, dass man dann sagt, Mensch, also jetzt Auflage hin oder her, sieht ja hier keiner. Und dann kommen wir eben jetzt dann doch in eine andere Form des Verhaltens. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Die einzige jetzt wirklich gebotene Form ist, die Verhaltensmaßregeln, die wir haben, im Hinblick auf Abstand etc. weiter einzuhalten.
Und das stelle ich mir unter Urlaub schlicht und ergreifend nicht vor. Das ist allerdings wahr. So, Herr Nagel, haben wir noch was? Oder haben wir für heute alles besprochen? Wir haben ja noch ein paar Fragen, habe ich gesehen. Ja. Die können wir vielleicht noch mal Richtig, genau. anschauen. Die sind hier bei mir so unfassbar weit nach unten gegangen, dass ich die jetzt hier erstmal wieder suchen muss. Haben Moment, Sie ich kann die sie aber, gerade? ich Sehr habe gut. sie hier noch mal. Wunderbar. Dann machen wir die gerade noch und Sie machen mal kurz den Genau. Moderator. Also, es hat jemand gefragt, dass er eine Frau mit 52 Jahren, ob sie zu einer AstraZeneca-Impfung gehen soll und wenn eine Sinusvenenthrombose auftritt, ob man die therapieren kann. Das ist etwas, was ich nochmal in den Zusammenhang stellen würde, der Risikofaktoren, die ich vorher genannt habe. Also wenn eine Hormoneinnahme stattfindet unter Umständen schon länger, dann würde ich von einer AstraZeneca-Impfung abraten. Eine Sinusthrombose, die Sinusvenenthrombose, die aufgetreten ist, kann man leider nicht behandeln oder sehr schwer. Und hier ist auch gefragt worden an einer anderen Frage, ob es eine solche Lysetherapie gibt, also eine Auflösung. Ja, die gibt es unter Umständen. Aber da die betroffenen Personen, um die es jetzt hier ging, meistens eben schon Blutungsneigungen hatten, also das meinte ich vorhin mit diesen Veränderungen der Thrombozyten, kann man das nicht tun. Und weil es dann eben zu Einblutung ins Gehirn kommt. Also insofern, wenn es mal soweit ist, ist es alles andere als irgendwie gut und vernünftig. Also von der Seite her eher nochmal genau gucken und unter Umständen dann doch auf einen mRNA-Impfstoff wechseln. Wir hatten ja schon mal gesagt, mRNA-Impfstoffe, die haben als besondere Risikobereiche die Allergien. Das heißt also, wenn ich stark allergisch reagiere, würde ich eher zu einem Vektorimpfstoff raten, wenn die anderen Risikofaktoren, die ich genannt habe, nicht vorliegen. Und das wäre dann eine Möglichkeit. Eine weitere Frage bezog sich auf den Aspekt, da ist jemand geimpft, schon mit AstraZeneca. Und angenommen, AstraZeneca wäre eben, oder ich bin in dieser Risikogruppe, soll ich mich dann nochmal damit impfen lassen? Wo er jetzt wieder zugelassen ist, die Impfung bezog sich wahrscheinlich noch auf die Situation, dass es vielleicht gar kein AstraZeneca mehr gab oder gibt. Ja, es gibt erste Untersuchungen, dass man Impfstoffe kombiniert, aber dazu weiß man eben letztendlich noch relativ wenig. Und das würde ich dann natürlich auch abwarten. Das Gute ist ja, wenn man schon eine Impfung hat, hat man schon einen gewissen Schutz. Und dann ja, kann man jetzt natürlich, bei AstraZeneca wissen wir, wer kann länger als 28 Tage warten, kann man natürlich auf die Ergebnisse noch warten. Und ich gehe mal davon aus, dass man sich dann auch ein zweites Mal mit AstraZeneca impfen lassen kann. Dazu übrigens interessanterweise, ich habe ja gesagt, diese Reaktionen, diese grippeähnlichen Symptome sind sehr häufig bei AstraZeneca bei der ersten Impfung. Bei der zweiten Impfung scheinen die Probleme deutlich geringer zu sein. Und das ist genau umgekehrt bei mRNA-Impfstoffen. mRNA-Impfstoffe waren bei der ersten Impfung häufig überhaupt nichts, die Leute. Und bei der zweiten gibt es dann eben auch so grippeähnliche Symptome. Warum das so ist, ebenfalls nicht bekannt, nur etwas, was ich berichten kann. Ja, ich glaube, das waren so die wesentlichen Punkte, die hier nochmal gefragt worden sind. Das mit dem Ausschalten haben wir schon gemacht. Und dann ging es nochmal um die Frage Donnerstag oder Mittwoch. Aber dazu müssen wir einfach sagen, wir sind eigentlich das Mittwochteam, aber es gibt Ja. eben auch manche Donnerstage, die wie Mittwoche daherkommen. Richtig. Zum Beispiel auch nächste Woche würde ich Sie gerne fragen, ob wir uns am Donnerstag hier treffen Oh, okay, können. alles klar. Dann gucken wir das gleich noch nach.
machen wir gleich mal hier Live-Termine. Und ich kann für alle, die jetzt vielleicht noch nicht von Anfang an zugeguckt haben, diese Show hier gibt es immer am nächsten Tag, nämlich morgen am Freitag ab dem frühen Abend immer auch auf YouTube, nochmal in voller Länge. Das heißt, da könnt ihr das Ganze nochmal angucken auf meinem YouTube-Kanal Florian Schröder TV oder wie er heißt. Irgendwie, mein Name findet ihr schon, findet ihr uns, Quarantäne-Show, Eckart Nagel und mich. Also immer freitags, nachmittags nochmal in voller Länge auf YouTube zu sehen. So, und nächsten Donnerstag habe ich eigentlich einen Gesellschaftsabend eingetragen in meinem Kalender. Ich befürchte auf den Gesellschaftsabend zu einer medizinischen Tagung. Also ich gehe mal davon aus, dass die medizinische Tagung online sein wird und der Gesellschaftsabend ausfällt. Und dementsprechend freue ich mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiedersehen. Wunderbar, dann machen wir nächste Woche Donnerstag und mittelfristig werden wir wieder das Mittwoch-Team, das versteht sich von selbst. Ja. Aber im Moment sind wir wechselnd wild hin und her. Man muss auch mal wenn man so eine langjährige Beziehung hat wie wir, Herr Nagel, ab und zu muss man sich auch mal gegenseitig überraschen. Und wenn es nur der Abend ist, an dem man sich trifft, online bei Instagram. Genau, so machen wir das. Vielen herzlichen Dank für alles. Euch allen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Donnerstag hoffentlich hier gesund und munter wieder. Bis dahin, danke, schönen Abend und Grüße nach Bayreuth. Tschüss, alles Gute. Bis bald. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ja.